Hey Leute, zur weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute gibt es ein weiteres Video für euch. Und zwar gibt es heute mal wieder die wöchentlichen Leaks zu den neuen Challenges, die am Donnerstag released werden, Leute. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Posebewertung und ein Abo. Dann vergesst auf jeden Fall nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen und die Glocke zu aktivieren. Und ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und let's go! Drehen wir mal heute wieder um die wöchentlichen Leaks zu den Challenges am Donnerstag, Leute. Und ich würde mal sagen, wir gehen gleich mit den kostenlosen Herausforderungen. Und zwar die erste Challenge, die wir am Donnerstag machen müssen. Und zwar müssen wir 7 Kisten in Jungle Junction looten. Das ist wieder eine wirkliche AIDS-Aufgabe, Leute. Ich weiß nicht, warum sie wirklich immer diese dummen Orte reinnehmen. Aber was wir machen, auf jeden Fall müsst ihr 7 Kisten in Jungle Junction looten. Und wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir gleich mal zur zweiten Challenge. Und zwar müssen wir hier 3 Rift-Portale benutzen. Das wird auf jeden Fall relativ easy werden. Es gibt wirklich extrem viele Rift-Portale. Ich werde auf jeden Fall am Donnerstag noch ein kleines Video zu den ganzen Portalen machen. Und ja, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir nochmal zur letzten Herausforderung beim kostenlosen Battle Pass. Und zwar müssen wir hier 3 Gegner in einem einzelnen Spiel eliminieren, Leute. Das ist auf jeden Fall mega easy. Also 3 Gegner in einem Spiel zu eliminieren ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht wirklich was Schweres. Am leichtesten ist das im 50-50 Modus. Also wie schon gesagt, ist das nicht wirklich schwer. Und ja, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bis 1000 XP. Dann würde ich mal sagen, switchen wir gleich mal zu den Battle Pass Herausforderungen. Für die ganzen Leute, die sich den Battle Pass gekauft haben, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit der ersten Challenge. Und zwar müssen wir 300 Schaden an Gegnern mit einer Haftgranate, mit einer Stinkbombe oder mit einer normalen Granate verursachen, Leute. Das ist vielleicht jetzt nicht so schwer. Die Granaten machen relativ viel Damage, die Haftgranaten machen relativ viel Damage. Stinkbomben machen halt 5 Damage, aber wenn du 3 Stinkbomben drauf willst, machen die auch relativ viel Damage, Leute. Also 300 Damage jetzt mit diesen Granaten zu verursachen, ist wirklich relativ easy, Leute. Wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Und ja, dann kommen wir mal zur zweiten Challenge, und zwar müssen wir hier 5-mal einen Golfball in verschiedene Löcher treffen, Leute. Das ist relativ easy. Dazu müsst ihr einfach nur noch lazy links fliegen und dann einfach mit dem Golfschläger den Golfball 5-mal in verschiedene Löcher schießen, Leute. Wie schon gesagt, ist das relativ easy. Zu dieser Aufgabe will ich natürlich am Donnerstag auch nochmal ein kleines Video machen mit den Rift-Portalen, Leute. Und ja, falls ihr die Challenge dann am Donnerstag geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP, Leute. Dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zu den letzten 2 schweren Challenges von der Battle Pass Herausforderung, Leute. Und zwar müssen bei der ersten einmal der Schatzkarte aus Snobby Shores folgen. Zu dieser Aufgabe werde ich am Donnerstag auch nochmal ein kleines Video dazu machen. Also könnt ihr gerne nochmal bei meinem Kanal vorbeischauen, falls ihr dann wissen wollt, wo die Schatzkarte liegt, Leute. Und ja, sonst würde ich mal sagen, falls ihr die Aufgabe abgeschlossen habt und den Stern eingesammelt habt, dann bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP, Leute. Dann kommen wir nochmal zur letzten Aufgabe von der ganzen Woche, Leute. Und zwar müssen wir einfach hier 3 Gegner in Shifty Chef eliminieren. Das ist eine relativ einfache Aufgabe, ist also wirklich einfach, Leute. Und ja, also 3 Gegner in Shifty Chef müsst ihr eliminieren. Und ja, falls ihr es geschafft habt, also das ist wirklich eine einfache Aufgabe, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP, Leute. Und ja, Leute, das war's halt für mich mit den Herausforderungen, die am Donnerstag erscheinen, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Posewertung und ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Chibio, bye. Yo, I'm here for the money, I'm here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.